Ja, Nahrungsmittellager 2. Geil. Sehr gut. Ich muss unbedingt Ausdauer skillen. Vor allem muss ich erstmal schauen, wo das drin ist. Ausdauer ist bestimmt bei Gewinnung. Alter, das ist ja fast so unsportlich wie ich in echt. Dann kann ich auch mal im Schweinestall schauen, ob die jetzt nur eine Jahreszeit brauchen zum Wachsen oder ein komplettes Jahr. Das weiß ich nämlich gerade auch nicht auswendig. Ich glaube aber fast, die brauchen ein Jahr. So, hier. Acht Stück. Armbrust ist schon teuer. Schnauze. Das war so dieses Gesundheit wünschen, wenn jemand hustet. Was geht dich mal Gesundheit an, Junge? Ja, ich bin halt fürsorglich und so. Wo bist du gerade? Oh, Fischerhütte, cool. Da bist du. Bleib, wo du bist. Ich hab was für dich. Einmal. Und zweimal. Okay. Hey, doch auf, Mensch. Denk dran, dass du die Bolzen separat auch nochmal ausrüsten musst, ne? Geiler Scheiß. Aber ich glaube, waffentechnisch haben wir jetzt relativ gute Chancen. Der einzige Nachteil an der Armbrust ist halt, dass die vom Nachladen her relativ lang braucht. Aber die macht halt mies Schaden. Ja, das wollte ich gerade sagen. Dafür macht die aber extrem Schaden. Und ich glaube, spätestens mit den Kupferbolzen könnte es reichen, um einen Wolf vielleicht sogar zu one-hitten? Eventuell. Ist dann auch gleich fertig. Dann fehlt bloß noch zweimal der kleine zwischendrin. Zaun. Und nochmal Zaun, Zaun, Zaun.
kriegen wir eigentlich, wenn ich diese Zäune baue, auch Punkte auf die Bautechnik? Das weiß ich doch nicht. Ich guck gleich. Wir haben aktuell 2004,2. Jetzt mache ich hier den Zaun. Hast du das Spiel schon mal gespielt? Nicht ich. Okay, wir kriegen tatsächlich Bautechnikpunkte. Nicht viel, aber immerhin. Und als nächstes schalten wir uns übrigens den Holzschuppen 2 frei. Ziemlich geil. Gewinnung. Nee. Nee. Also bei Gewinnung ist bloß weniger Ausdauerverlust bei Gewinnungsaktivitäten. Ich will aber generell weniger. Das hier ist praktisch. Wir können auf Jagd skillen, ruhige Hand. Dass wir nicht so rumdingsen. Pferdleser. Nee. 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 10% schnelleres Nachladen vom Bolzen. Geil. Da war auch nichts. Temperaturtoleranz, Giftresistenz, Gesundheit, Nahrungs- und Wasserverlust, Alkoholresistenz. Okay, bei Überleben ist das mit drin. Was muss ich nochmal machen für Überleben? Was sind Überlebensaktivitäten? Also wir haben jetzt zwei Felder fast fertig nach anderthalb Tagen. Also rein theoretisch komme ich für 6 Felder auf 4,5 Tage. Das müsste hinhauen. Solange wir bald auch zukünftig miternten. Naja. Ernten. Aber das würde ich ja sowieso machen. Ernten und umgraben kann ich, ist ja kein Problem. Ja, ein bisschen was sollten wir zwischendurch sowieso immer machen, allein schon, dass wir ja die Punkte kriegen. So, dann Nahrungsmittellagerstufe 2. Das können wir schon mal upgraden. Brauchen halt wieder unfassbar viele Stämme. Aber das, was ich habe, kann ich gleich reinhauen. Da kriegen wir nämlich auch gleich wieder Punkte auf Bautechnik. Und ich denke, dann können wir statt 500 Kilo wahrscheinlich 1000 einlagern. Eine Tonne essen. Klingt nach einem gesunden Frühstück. Apropos gesundes Frühstück, ich habe echt Hunger. Wie war das mit... Ja, mein Frühstück ist ein Kaffee. Hä, gar nicht wahr. Ich, vorhin. Grundsätzlich, ich frühstücke tatsächlich jeden Tag. Schönen Schüssel Cornflakes. Wie war das letzte Mal mit einem halben Kilo Milchreis, Junge? Das war einfach, weil noch Milchreis vom Vortag übrig war. Da habe ich halt Milchreis gegessen statt Cornflakes. Aber sonst jeden Morgen Cornflakes. Ich müsste mal wieder anfangen, um
4 Uhr aufzustehen und nicht erst um 5:30, Alter. Ja, den Effekt habe ich halt bei mir mit um 5 Uhr aufstehen. Du wohnst aber auch einen Ticken weiter weg als ich. Ja, aber ich bin irgendwie zurzeit so voll auf den Trip, erst um 5:30 aufzustehen. Muss ich mal ändern wieder. Das Problem ist, selbst wenn ich morgens frühstücke, es bringt mir nichts. Ich habe halt spätestens um 11 habe ich übelst Knast. Ja, ich auch, aber ich will in Ruhe dann morgens wieder meinen Kaffee und nicht ein, zwei Schluck in Ruhe und dann den Rest des Kaffees auf Pressrin. Ergibt Sinn, ja. Außerdem will ich dann in Ruhe noch mein Lungenbrötchen rauchen und den Thron besuchen. Ja, ergibt Sinn. Und so muss ich das alles gefühlt in einer halben Stunde machen. Plus anziehen und fertig machen. Wie viel können wir denn jetzt eigentlich in der Schmiede lagern, seit wir die abgegradet haben? Kriegen wir dann inzwischen alles unter? 200 Kilo ist halt nicht viel. Für aktuell reicht es. Die Eisenbahn brauchen wir da nicht lagern, können wir eh noch nicht. Ich nicht Dekoration, Behältnisse. Wir könnten rein theoretisch Truhen selber bauen. Aber das Schema kostet 400. Ist uns das 400 Münzen wert? Ja, oder? Der Lagerplatz. Oh nein, ich hätte es nicht machen sollen, da passen bloß 50 Kilo rein. Naja, okay, jetzt ist es zu spät. 400 Euro gewastet. Egal, die kriegen wir mit Kupferäxten wieder raus. 4 Stück verkauft und gut. Kann ich da schon mal das reinhauen? Vor allem, ich bin auch doof, ich habe schon wieder nichts zum Snacken hier. Ich habe auch nur noch ein Ladenbrot. Nee, ich meine jetzt Real Life hier. Achso. Noch 12 Stämme, dann ist das Nahrungsmittellager fertig. Eimer. Braucht Bretter. Wir brauchen eh sehr, sehr viele Eimer für sehr, sehr viel Wasser, für sehr, sehr viel Fladenbrot. Sonst brauchen wir aktuell keine Bretter. Ja, mein neues Level Produktion. Juhu! Gehe ich. Diese schnellere Arbeiten nützt uns halt eigentlich nichts, solange wir sowieso die Option anhaben, dass wir nur einmal warten müssen. Ja, okay, sag mal so, wenn es irgendwann läuft, kannst du ja die Einstellung ändern, weißt du? Ja, vor allem, weil wir irgendwann halt selber gar nicht mehr so viel herstellen, sondern halt herstellen lassen. Aber ich gehe jetzt erstmal auf Baumeister, damit mein Hammer länger hält. Okay, wir haben sehr viele Eimer. Nice. Stöcker. Stroh.
Wir haben gar nicht so viel Stroh, wie ich dachte. Macht nichts, ich hol. Bin gerade dabei. Ja, wir brauchen ja gar keinen Stroh. Ich habe 160 einstecken. Nee, ich meine, also rein theoretisch brauchen wir gar keinen Stroh. Es war jetzt einfach nur. Jedes Mal, wenn ich hier irgendwas aufwerte, kriege ich ja Stroh zurück. Okay, unsere Ferkelchen sind noch klein, das heißt, die brauchen keine Jahreszeit, sondern ein Jahr. Wo kriegen wir denn nochmal Schweine? Wo muss ich denn hin? It's you again. Wo ja, find ich sammle gerade Dreht, um meine Gewinnung hochzuhauen. Ja, okay, dafür macht es ja Sinn. Schweine. In Klonika. Warte mal, Klonika war das, was so ewig weit weg war, ne? Oh, bitte Goodbye. Nicht. Ich hab nein. Ich hab Bisons gefunden. Ich will nicht nach Klonika. Das ist so. Ja, und wenn du irgendwas zum Verkaufen mitnimmst und mit nach Pistoia gehst oder Postoia und von da aus mit der Kutsche hinreist. Ja, ja. Das Ding ist, für Äxte müsste ich erstmal wieder warten, bis wir Stämme haben. Mein Kupfer. Wie viel brauchst du denn? Pro Axt ein Stamm. Ich bringe dir 24 Stück vorbei. Okay, krass. 6 Stück würden zwar reichen, aber dann kann ich rein theoretisch auch noch das Nahrungsmittellager schnell fertig bauen. Das eine Brett kann weg. Aber ich glaube, das mache ich erst morgen, weil bis ich da ankomme, ist sowieso Nacht. Schau nach Westen, wenn die Sonne. Beim zweiten Sonnenschein. Okay, mach ich. Werdet ihr mich sehen. So, Tag 2 ist rum. Wie viel habt ihr geschafft, ihr lieben Bauern? Das Feld ist fertig. Das war schon fertig. Das hier ist zumindest angefangen. Doch, die schaffen das. Warum ist denn hier noch nicht gedüngt? Ich glaube, sie schaffen es. Wir werden sehen. Dann futter ich mal was. Wir haben eigentlich so viele Kohlsuppen, ich könnte das komplette Fladenbrot, was wir aktuell noch haben, auch verkaufen. Ich habe alles reingelegt. Wir haben 100 Kohlsuppen und nochmal fast 300 Fladenbrot. Ah, siehst du, ich brauch was zum Futtern ansonsten. Ist eine Kohlsuppe. Die füllt eh mehr auf. Eine Farmmission. Dann trinke ich noch was und dann können wir eigentlich pennen gehen. Dann mache ich mich auf den Weg. Beziehungsweise erstmal die Holz. Die bauen aber inzwischen auch wirklich schnell Holz ab. Das ist cool. Mach ich das noch schnell fertig. Als ob einiges das zwei Elemente sind. Naturgewalt. Jo, wir können jetzt 1000 Kilo an Nahrung lagern. Geil. Das dürfte auch mal eine Zeit lang reichen.
Dann hole ich uns nochmal zwei Schweinchen. Vielleicht ein bisschen Tierfutter auf Vorrat. Und stimmt, wir wollten ja auch noch einen Bauernhof für Dings, für Hühner machen. Das könnten wir tun. Bin schon auf dem Weg. Und Flirty wollte ich auch noch machen. Der Müller hat jetzt eine Karriere am Nagel gehangen. Hab ich gehört. Ja, aber man soll ja auch aufhören, solange es noch schön ist, ne? So, dann auf nach Klonika. Oh, diese Ausdauer, es nervt so. Ich kann nicht mehr. Können wir nicht irgendwie den Bauplan für ein Fahrrad freischalten oder so? Oder ein LKW? Ich glaube, das gab es in der Jahreszeit noch nicht. Meinst du? Die hatten bestimmt schon LKWs. Und Holzfahrräder. Aus 4 Stämmen. Die sind nicht Fried Feuerstein, Alter. Aber warum können wir das nicht einfach selber erfinden? Dann wären wir den anderen Dörfern einfach ein ganzes Stück voraus. Soll ich Quest annehmen? Kannst du, je nachdem was da ist. Ich guck gleich mal am schwarzen Brett. Ich nehme aber nur die vom schwarzen Brett an, also irgendwelche NPCs, die rumrennen, muss jetzt nicht unbedingt sein. Weil das ist dann immer so ein ewiges Hin- und Hergerenne, das nervt mich. Zumindest aktuell noch nicht. Das kann man vielleicht im Winter machen. Du hast ja bloß Probleme wegen dem Kind im Fass, du. Ja, das war aber auch voll die Scheißarbeit. Boah, aber wenn ich in Klonika bin, kann ich mal im Sumpf schauen, ob der jetzt da ist. Das wäre lustig. Ich guck erstmal, was wir jetzt hier questmäßig bekommen. Okay, wir können 2 Bronzehammer abliefern für 230 Münzen und 100 100 Reputationen. Das können wir uns leisten. 4 Füchse killen. Kriegen wir, glaube ich, auch hin. 5 Fischbeere. Die müssten wir uns halt erst freischalten und herstellen. Ist aber. Wobei, eine Fischbeere braucht Leingarn. Da müssten wir Leingarn kaufen. Das muss nicht unbedingt sein, die lasse ich erstmal kurz. Pilze sammeln. Ich nehme es mal an, scheiß drauf. 5 Kupferspeere, 4 Bögen, 3 Kupferäxte, aber 2000 Münzen. Bist du gerade im Dorf zufällig? Bin im Wald Holzhacken, ja. Das Ding ist, den Bogen müssen wir uns freischalten und den Kupferspeer, glaube ich. Nee, den Kupferspeer haben wir. Bei dem Bogen müssen wir uns erst freischalten. Kupferpfeil müssen wir uns auch freischalten. Und wir müssten dafür auch auf jeden Fall Leingarn kaufen. Ah, 2000 Münzen. Machen wir da noch Plus, wenn wir das alles freischalten? Ich meine, im Endeffekt danach ist es freigeschaltet. Dann haben wir es halt.
Kann ja sein, dass irgendwann wieder eine Mission oder eine Quest kommt. Ich nehme sie jetzt an. Dann kann ich das mit dem Fischspeer auch annehmen, weil dann müssen wir so oder so Leingarn kaufen. Warte, ich kann ja hier Technologie, das müsste hier sein. Schmiede. Kupferpfeil kostet 100, habe ich freigeschaltet. Schmiede 2. Alter, im Hintergrund sind hier übelst die Gänse am Gackern. Wo ist denn der Bogen? Ich will den Bogen gerne freischalten. Müssen wir den Bogen gar nicht freischalten? Ist der schon? Keine Ahnung. Oh, das ist. Ich kann ah, Nischmann ist bei Jagd. Bogen. Und dann brauchen wir noch den Fischspeer. Wo ist der? Fischen zählt doch auch zur Gewinnung, oder nicht? Nee, müsste Jagd sein, glaube ich. Und überleben normalerweise. Also der Bogen war jetzt bei Jagd. Ja, ich rede ja jetzt vom Fischen so allgemein. Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist Überlebenstechnik. Also generell. Ja, ne? Ja, also ist zumindest bei Überlebenstechnik sind die Dinger mit drin. Fischspeer. Ich gehe jetzt erstmal Schweine holen. Gegebenenfalls kann ich da schon mal Leingarn mitnehmen. Oh, it's you again. Kloniker 160, los. Ah, cool, die sind wieder alle im Boden. Was ist denn los mit euch? Ah, jetzt kommen sie raus. Okay, hier gibt es keinen Näher, also hier kriege ich keinen Leingarn. Wo waren denn die Schweine? Schweinchen? Hallo? Da keine Schweinchen, da keine Schweinchen. Hier keine Schweinchen, hier keine Schweinchen. Das war... Da sind sie. Und es gibt wieder Ferkel. Geil. Für 140. Verscherbel ich gleich. What can I do for you? Another client. Welcome. So, die Holzbolzen können weg. 6 Kupferäxte. Jetzt habe ich 850. Dann laufe ich jetzt zurück, um Geld zu sparen. Außen will ich kurz in den Sumpf. Ach, du wolltest ja nach deinem... Ob der Junge jetzt wirklich da ist. Wenn er nicht wirklich da ist, dann mache ich mir Sorgen, weil der Typ, der den ausbilden wollte, der war echt gruselig. Außen, wenn ich sowieso unterwegs bin, kann ich schauen, dass ich vielleicht nebenbei gleich Füchse kill. 4 Stück.
Das Problem ist, die hauen immer ab. Mit der Armbrust sollte das kein Problem sein.